Society-Experte Manuel Winkler. Er fragt nach bei den Promis unseres Landes, wie es ihnen geht und was es Neues gibt. Der Promi-Plausch am Sonntag im ARBÖ Verkehrsradio. Jetzt. Schönen Sonntag, heute nicht mehr Promis allein zu Hause, weil die Lockerungen es zulassen, können wir schon drauf loslegen und sagen, der Promi-Plausch hier im ARBÖ Verkehrsradio. Und heute ist einer bei mir zu Gast, der schon Großes auf die Bühne gebracht hat und natürlich noch immer Großes auf die Bühne bringen will. Momentan natürlich auch mit den Lockerungen fehlt es noch ein bisschen, dass wir diese riesen Konzerthallen dann auch füllen dürfen, aber bald wird es hoffentlich soweit sein, dass wir auch ihn wieder live sehen. Nick P., schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Servus Manuel, grüß dich. Grüße alle Hörer von ARBÖ Verkehrsradio. Ja, die Lockerungen, auf die warten wir schon hart. Abgesehen von den Lockerungen, wie geht's denn dir? Du warst ja der Betroffene, du hattest Corona. Ja, wir haben 2 Tage Skiurlaub gemacht in Obertauern. Und natürlich haben mich da ein paar Fans erkannt und haben natürlich immer mit mir Fotos machen wollen. Und da ist halt die das Berührungsverlangen, sage ich mal so, ist da ein bisschen groß. Und es hat keinen Abstand gehalten, überhaupt nicht. Und wie wir dann von Obertauern nach Hause gefahren sind, hat es dann so circa 3 Tage später die Karin erwischt, also meine Lebensgefährtin. Die hat dann gleich mal die Symptome gekriegt. Und ich habe 2 Tage später ebenfalls die gleichen Symptome bekommen. Und dann haben wir diesen Test gemacht, diesen Corona-Test. Und leider war der dann positiv. Und das hat uns schon ein bisschen den Boden unter den Füßen rausgerissen, weil wir eigentlich aufgepasst haben und verhindern wollten, dass wir das wirklich kriegen. Und dann hat es uns gleich als Erster, ich guck mal vor, in Österreich, wir waren gleich die Ersten, irgendwie das gehabt haben. Und das Schreckliche daran, das war gerade die Anfangszeit, wo nicht viele gewusst haben, was los ist. Und diese Bilder in Italien, die wir da gesehen haben, die waren wirklich schrecklich, wenn du da gesehen hast, wie sie die Toten, die Verstorbenen mit Militärfahrzeugen zum Begräbnis geführt haben, weil so viele sind. Das macht dann schon verdammt große Angst, wenn du weißt, du hast dieses Virus in dir und du weißt nicht, wie sich das Ganze ausgeht. Die Angst war groß, aber heute bin ich froh, Gott sei Dank, wir haben es überstanden, beide, ich und Karin, und sind jetzt wieder voll da, sie sind gut drauf, wir haben uns auch testen lassen, also eine große Blutuntersuchung gemacht, ob alles wirklich ausgestanden ist. Es konnte nichts mehr gefunden werden, also medizinisch und auch so fühlen wir uns sehr gesund. Das freut uns sehr, dass du wieder zurück, auch hoffentlich bald auf der Bühne sein kannst. Natürlich wartet alles. Man sieht auch auf deiner Homepage verschoben, verschoben, verschoben. Du wartest da endlich drauf. Ja, na klar, wir sind Künstler. Ich glaube, jeder Künstler, jeder, der Musik macht oder Entertainment macht, Kabarett macht, ganz egal was, einer, der die Bühne gewohnt ist, und ich bin ja wirklich schon seit 40 Jahren unentwegt auf Bühnen, plötzlich dieser Stillstand, das tut schon ein bisschen weh. Und vor allem auch die Ungewissheit, wann geht es jetzt dann wirklich weiter? Nicht wie lange dauert das Ganze? Wann können wir wieder uneingeschränkt Konzerte spielen, ohne irgendwelche Maßnahmen, Bestimmungen? Das liegt alles noch so in der Luft, und wir alle hoffen, dass es bald so weit ist, dass wir ohne Maske und wieder ohne Berührungsängste quasi Konzerte geben können, Aug in Aug und von Aug zu Aug, besser gesagt, und das wieder genießen können. Gerade jetzt bei diesem Online-Konzert, das wir am Samstag, vergangenen Samstag gegeben haben, hat man gesehen, dass eben die Sehnsucht nach Konzerten bei unseren Fans schon groß ist. Das muss einfach gegenseitig sehr, sehr vermisst. Riesig ist auch ein bisschen so das Gespür, dann eng gedrängt vor der Bühne zu stehen und auch dich zu hören, vielleicht mit dem Song, der am besten passt, Harte Zeiten. Nick B., du hast da eine Nummer geschrieben, die perfekt dazu passt eigentlich. Ja, die habe ich in Zeiten geschrieben, wo es mir wirklich schlecht gegangen ist, um mich selbst zu motivieren, und habe nicht gedacht, dass ich mir wirklich so dringend brauche und dass ich wirklich einmal so in die Zeit passt, in der wir gerade sind. Also das ist alles Zufall, aber sie ist wirklich treffend. Wenn du einmal am Boden liegst, dann ist doch noch lange kein Grund, nicht aufzugeben, sondern im Gegenteil, weiterzumachen, aufzustehen und nach vorne zu schauen. Gänsehaut pur, hören wir es uns an, jetzt Nick B. mit Harte Zeiten.
Der Promi-Plausch am Sonntag. Immer von 11 bis 12. Queen hier im Arbe Verkehrsradio beim Promi-Plausch. Heute bei mir zu Gast Nick B. Harte Zeiten gab es davor von ihm. Jetzt gibt's Queen, auch ein toller Song. Generell für dich eine Gruppe wahrscheinlich, die gar nicht aus deiner Musikwelt wegzudenken ist, oder? Ich glaube, ich bin einer der größten Queen-Fans überhaupt. Das war überhaupt meine Band, also in Zeiten, als Freddie noch gelebt hat. Ich habe alles von denen gekauft und genossen, diese Art und Weise, Rockmusik zu machen, diese imposante Art und Weise von Queen hat mir einfach gefallen und ich habe das regelrecht inhaliert, diese Songs. Und Bohemian Rhapsody, das ist ein unglaubliches Meisterwerk für mich in Sachen Popmusik, Rockmusik. So etwas zu schaffen, mit so ein Arrangement zu schaffen, so einen Hintergrund zu schaffen, in dieser damaligen Zeit, muss ich schon sagen, Hut ab, Queen war seiner Zeit weit voraus und die sind immer noch, obwohl sie schon lange nicht mehr spielen, unglaublich populär und du brauchst die Musik ja gar nicht versuchen zu covern oder zu verändern. Die ist einfach so, wie sie ist, perfekt. Da kannst du nur noch schlechter machen. Besser geht nicht. Gab es für dich eigentlich in deiner Jugend oder auch heute irgendwie so Idole, Vorbilder, wo du gesagt hast, ich bin auch Fan von denen. Ja. Also in meiner Jugend, ich bin irrsinnig auf Beatles gestanden und vor allem, ich habe dann mit 16 Jahren meine erste Gitarre gekauft, weil ich unbedingt die Songs von John Lennon spielen wollte. Da hat es für dieses Imagine gegeben und ich habe von John Lennon die Version Stand By Me gehört, die eigentlich nicht von ihm ist, aber das habe ich damals nicht gewusst. Und ich habe mit dem Song Stand By Me wirklich die Mädels imponieren können. Das war mein Liedl, wenn wir unterwegs waren, meine Gitarre, When the night has come, und schon sind die Mädels da gewesen und ich war der große King mit meiner Gitarre. Weißt, wir waren in der Jugend, waren wir einfach so eine Clique, wir waren ständig unterwegs, haben Spaß gemacht, nur mit Gitarre, damals hat es keine Hände gegeben. Und wir haben überall einfach Spaß zu es machen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das hast du und zeigst du auch heute noch auf deinen Bühnen. Die nächste Nummer, Joe Cocker, You're So Beautiful. Jeden Sonntag im Arbe-Verkehrsradio von 11 bis 12 Uhr, der Promi-Plausch am Sonntag. Der Sonntag hier im Arbe-Verkehrsradio beim Promi-Plausch, heute zu Gast Nick P. Und eine Nummer, die... Ich sehe immer die Sängerin vor mir, Sinéad O'Connor, und ganz groß ist es Musikvideo. Ja, das Video ist genial, bis sie die Träne da verliert während den Singern. Und dann habe ich einmal ein Live-Video gesehen, wie sie den Song live performt hat. Ja, unfassbar. So eine unglaubliche Emotion und so eine Power in diesen Song gelegt, das habe ich selten bei einer Künstlerin gesehen wie bei Sinéad O'Connor. Sie hat den Song live genauso transportiert, wie man es von sich erwartet, wenn du den Song und das Video hörst, denkst du, ja, aber du weißt ja, live ist ja manchmal so, dass es nicht so ist, wie man sich das Ganze erwartet, aber Sinéad O'Connor, die hat wirklich das große Talent gehabt, das live wirklich so zu singen, wie sie es im Studio gemacht hat ein unglaublich geiler Song. Und unglaubliche Emotionen, die da bei allen ausgelöst werden, wenn man das Video oder auch sie live auf der Bühne sieht. Ich glaube, Musik und Emotionen gar nicht wegzudenken, aber wie geht's dir jetzt zu Hause mit den Emotionen? Bist du eher wütend? Bist du traurig? Bist du einfach voller Vorfreude, wenn du Corona hernimmst? Es kommt einmal so, einmal ist man wütend, weil einfach nichts weitergeht, weil wir da zu Hause sitzen und am liebsten würde man in den Tourbus gehen und zu den Konzerten fahren. Geht aber nicht, dann bin ich wieder, ja, wird schon wieder der Hoffnungsvolle, ach Gott, da müssen wir halt durch, was haben wir können es eh nicht ändern, hoffen wir, dass das Virus weg ist. Es ist ja so ein Schaukelpferd, sage ich mal, einmal so. Ich glaube, so richtig zufrieden und rund laufen werde ich dann wieder, wenn alles wieder sich der Normalität hin bewegt, die wir gewohnt sind als Menschen ohne Einschränkungen, die wir in unserem Breitengrad eben gewohnt sind, rauszugehen, machen zu können, was uns Spaß macht, ohne fragen zu müssen, darf ich das nicht.
Es ist schon ein bisschen was uns, glaube ich, alle ein bisschen zu schaffen. Und vor allem eines, du möchtest ja ganz schnell wieder bei deinen Fans sein. Wie schaut's denn aus, Tourplan? Wann steht jetzt was am Plan? Mit September geht man davon aus, dass es wieder geht. Im Oktober hast du in Salzburg ein weiteres Konzert angekündigt, nachdem das erste schon verkauft ist, mit einem riesen Orchester. Hoffen und Daumen drücken. Ich glaube jetzt schon fest dran, weil der 30. Oktober, der ist ja noch lang weg, nicht? Und dann muss das ja wieder quasi funktionieren, das kann ja nicht sein. Die Hoffnung, sage ich mal, ist schon ganz groß, aber leider Gottes haben wir bis dorthin noch sehr viel Zeit, weil die Konzerte August, September wurden definitiv abgesagt oder verschoben, da passiert nichts. Wenn wir Glück haben, und das hoffe ich schon, wenn wir Oktober unser mein Traum vorhaben, dass ich schon mein ganzes Leben traum, einmal mit meiner Musik mit großen Orchester zu performen und darzubieten, dass das am 30. Oktober in Salzburg stattfinden kann, schaut zurzeit noch gut aus. Nicht? Wir haben jetzt wieder angefangen, die zweite Show mit dem Kartenvorverkauf, mit dem 31. Das halbe Konzert haben wir ja verkauft schon gehabt und dann ist die Corona-Krise gekommen, das ist natürlich alles gestanden. Aber die Leute fragen nach, findet das jetzt statt und nach dem derzeitigen Stand der Dinge werden wir das Konzert am 30. und 31. Oktober 2020 wohlgesagt im Festspielhaus Salzburg spielen. Jetzt gleich auf Nick B. seine Homepage gehen, Karten sichern, weil die gehen ganz, ganz schnell weg und dann hoffen wir, dass wir dich bald live wieder auf der Bühne performen sehen, was du natürlich dir auch wünschst. Aber ich glaube, die Künstlerin ist auch Live-Mörder. Celine Dion mit I'm Alive hast du dir ausgesucht. Ja, das ist genauso ein Fall mit der Celine Dion. Ich habe mir die Konzertkarten gekauft in Wien. Ich wollte sie endlich einmal live sehen in meinem Leben. Und dann kommt die Corona-Krise und hat mir alles, ja, die große Freude genommen, sagen wir so. Ist leider so. Was soll man machen? Ja, Konzert war eigentlich schon geplant, jetzt ist sie abgesagt. Dafür hören wir sie jetzt einmal im Radio ausgesucht von dir. Hier ist sie, Celine Dion mit I'm Alive. Der Promi-Plausch am Sonntag. Immer von 11 bis 12. Er ist ein Komponist seiner Zunft, der Schlagersänger. Er ist weltbekannt geworden mit großen Hits und hier bei uns ist er natürlich ein großer Star, der bald wieder auf die Bühne gehört. Ich hoffe nach all dem Wahnsinn in Corona-Zeiten, dass es bald wieder soweit sein wird. Nick B., heute bei mir zu Gast. Schön, dass du dir Zeit gefunden hast und auch deine Hits mitgenommen hast. Pink Floyd haben wir gerade gehört. Another Brick in the Wall. Das ist schon fast ein Kunstwerk. Ist es auch. Zweifelsohne, für mich ein Meisterwerk auch der Musikgeschichte, das ganze Album The Wall von Pink Floyd, unglaublich auch in der Zeit, das war Anfang der 80er Jahre, so ein Werk, nicht umsonst unglaublich erfolgreich weltweit, weil es einfach perfekt gemacht worden ist. Pink Floyd waren Vorreiter dieses kompakten Sounds, den sie da produziert haben. Und das war schon ein unglaublicher Meilenstein, dass ich da gesetzt habe. Die Zeit nach deiner Krankheit und Genesung, hast du auch ein bisschen so Zeit für dich und deine Frau genießen können? Was habt ihr getrieben? Viele haben mehr gegessen, manche haben mehr gekocht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank habe ich mich im Griff gehabt. Ich sage, natürlich, wenn man jetzt nur zu Hause ist, man kann nichts machen, ist natürlich die Versuchung, zum Kühlschrank zu gehen, immer ganz, ganz groß. Und ich habe gerade vor der Krise wirklich mein Idealgewicht erreicht mit einer bestimmten Diät und die war natürlich sehr in Gefahr, wieder wegzugehen. Nicht? Jetzt, da wo die Krise vorbei ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe 3 Kilo zugenommen, das ist noch so im Rahmen. Aber ich habe jetzt bei unserem Konzert am letzten Samstag meinen Pianisten gesehen, der hat über 10 Kilo zugenommen, das ist ja heftig. Da habe ich gesagt, Josef, mein Lieber du, die Zeit hat Spuren hinterlassen bei dir. Aber man darf ja nicht unterschätzen, ein so ein Konzertauftritt, da purzeln ja auch die Kilos normal. Das heißt, du bist normal im Training, wenn du auf Konzerten bist. Ne? Genau, das ist ja der Punkt. Ich bin ja einer, der ist ja bekannt, dass es sehr aktive Konzerte gibt. Ich springe, weil mir einfach Musik machen Spaß macht. Deswegen springe und hupfe und tanze und singe. Und da verliere ich schon ein paar Kilo auf der Bühne. Aber das ist meine Natur. Und wenn ich
mich nicht vorbereite auf so etwas, also mich ständig in Fit halt, in Form halt, dann passiert es schon, dass man beim Konzert die Luft ausgeht und merkt, ich bin keine 20 mehr. Weißt, ich muss was tun, wenn ich weiterhin so aktiv sein will auf der Bühne, muss ich was tun. Nehmen wir uns vielleicht alle am Krawattel an diesem Sonntag. Ich bin dabei, ich sollte einiges tun für meine Figur, aber dafür gibt es vielleicht eine gute Musik einfach zum Mittun. Summer Feelings, die nächste Nummer von Lennon Stella mit Charlie Puth. Wie kommst du zu dieser Nummer? Ich habe das einmal im Radio gehört und das hat mir so gefallen. Das hat ein bisschen so einen 90er-Jahre-Touch durch die Synthesizer-Sounds da hinten und passt jetzt super in unsere Zeit. Hat mich ein bisschen erinnert an meine Zeit, wo ich halt so jugendlich am Strand gelegen bin. Irgendwie weiß ich nicht, hat mich das dorthin transportiert. Ich finde den Song einfach toll. Ja, genießen wir das schöne Wetter, ab in die Sommerzeit und hier ein großer Hit, der Sommergefühle wieder in Bewegung bringt. Jeden Sonntag im RB-Verkehrsradio von 11 bis 12 Uhr der Promi-Plausch am Sonntag. Ricky Martin, ein Stimmungsmacher, auch auf der Bühne oder auch nur im Ohr hier beim RB-Verkehrsradio, beim Promi-Plausch mit Nick B. Ich sehe ihn ja virtuell auf meinem Bildschirm, nämlich er ist mit Skype mit mir verbunden und hinter dir, Nick, stehen deine ganzen großen Trophäen. Ja, genau. Amadeus. Du hast ja einige Preise abgeräumt, aber du hast sie auch schön beleuchtet und platziert. Sehr stolz darfst du sein. Auf alle Fälle. Auszeichnungen spiegeln ja irgendwie auch den Erfolg, den man hat oder den man erreicht hat. Und das ist immer wieder schön, wenn man ins Büro kommt und die Auszeichnungen sieht, weil man sich sofort an diese Zeit erinnert, an dem er sie bekommen hat, an dem sie verliehen worden sind und man auch weiß, was man dafür getan hat, um das zu erreichen. Ich bin schon einer, der dankbar ist, das geschafft zu haben und erreicht zu haben, was ich in Sachen Musik erreicht habe und eben so viele Menschen mit meiner Musik im Herzen berühren konnte. Das ist sehr schön. Man sieht auch bei dir einen Sternenhimmel. Hat das ein bisschen was mit einem Stern zu tun im Büro? Das ist zufällig passiert, weil das Büro war vorher ein Schlafzimmer. Ach so, zum Einschlafen. Das Schlafzimmer war dieser Sternenhimmel. Und jetzt haben wir aus diesem Schlafzimmer ein Büro gemacht, aber er passt gut. Der Sternenhimmel, der Echo von 2008 und vielleicht kommen ja noch einige Preise dazu. Ich wünsche es dir auf alle Fälle. Man verbindet ja auch so viel mit Musik, die man hört. Gibt es eine Nummer oder eine Geschichte, die du uns erzählen kannst zu deinem nächsten Song, Michael Jackson, Black or White? Ja, das war so, überhaupt der Michael Jackson, da war ich so, das war die 80er Jahre, da bin ich in eine Diskothek gegangen und auf einmal her in dieser Diskothek ein Song. Das war Billie Jean damals. Und ich denke mir, was für ein geiler Song, wer ist denn das? Also habe ich überhaupt noch nie gehört. Nicht? Das war ganz was Neues. Nicht? Dieser Groove, dieser Beat. Und Michael Jackson, noch nie was gehört davon. Aber ich habe den Song sofort gekauft, als Single damals noch, nicht? Weil er mir einfach gefallen hat. Weil er einfach einen geilen Beat gehabt hat und so anders war, was man bisher so gekannt hat. Nicht? Und er ist dann wirklich einer der größten Musiker geworden, die wir auf der Welt gehabt haben. Und er hat viele geile Songs gemacht. Black or White ist ja so ein Song, der eben auch ein bisschen diesen Rassismus zeigt. Und da sind wir auch gerade in so einem aktuellen Thema drinnen, was gerade in den USA wieder abgeht. Ich habe mir gedacht, der passt da ganz, ganz gut jetzt zum Programm. Ich danke dir für diesen Titel, ich danke dir für diesen Hinweis. Und hier ist er, Michael Jackson mit Black or White. Der Promi-Plausch am Sonntag. Immer von 11 bis 12. Eine Stunde war er schon mit seinen Hits bei mir hier im RB-Verkehrsradio. Nick P., heute beim Promi-Plausch. Viel hast du schon an guter Musik mitgebracht. Aber nur ein Song von dir, jetzt brauchen wir noch einen von dir. Die Sonnenkinder hast du mitgebracht und du bist auch so ein Sonnenkind, eher immer positiv total gestimmt. Ich bin ein Mensch, der immer gut aufgelegt ist. Ich sage es so, dass ich versuche, immer gut aufgelegt zu sein. Natürlich gibt es auch immer wieder Tage und Zeiten, wo man an sich arbeiten muss, damit er die Stimmung wieder zurückbekommt, in der man gerne wäre. Aber ich bin schon einer, der gerne draußen ist, gerne in der Natur ist, ein Sonnenkind ist
Und mir macht es ja nichts aus, wenn es einmal regnet. Das gehört auch dazu. Natürlich haben alle gerne den Sonnenschein, aber die Natur braucht es, wir brauchen es. Diese Wetterkapriolen, die wir zurzeit erleben, sind auch nicht gerade ohne momentan. Die lassen die nicht ausgeben, wenn es gerade wüst, weil es so hart ist, weil es so brutal ist. Aber es ist, was soll man machen? Es ist ein Song von meinem letzten Album von Ohne Wenn und Aber, das auch zufällig jetzt genau in die Zeit passt. Das ist damals gar nicht, das ist 3 Jahre das Lied und da kommt eine Zeile vor, rauszugehen, leben ohne Regeln, ohne Wenn und Aber. Und lass uns Sonnenkinder zeigen, zeigen wir der Welt, dass wir Sonnenkinder sind. Das passt irgendwie genau in die Corona-Zeiten, das muss ich irgendwie instinktiv quasi geschrieben haben für diese Zeit, ohne es zu wissen, dass das einmal so wichtig sein wird. Und deswegen glaube ich, dass das viele Leute sich das wünschen, diese Normalität zurückwünschen, die wir gewohnt sind und hoffen, dass es gleich mal passiert. Dass jeder rausgehen kann, wann er will, ohne Maske sich auf ein Konzert bemühen darf und dann auch deine Musik genießen kann. Nick, ich sag dir Dankeschön für diese Stunde, Dankeschön für deine Hits. Ich freue mich, dich wieder auf der Bühne sehen zu dürfen. Jetzt hören wir noch einen Song von dir, Sonnenkinder, Nick B. Alles Gute und weiterhin bitte gesund bleiben. Ebenfalls wünsche ich allen Hörern von ARD Verkehrsradio alles Liebe, alles Gute. Bleib's mal gesund, wie du gerade eben gesagt hast. Das ist das Wichtigste und eine schöne Zeit. Jeden Sonntag im ARD Verkehrsradio von 11 bis 12 Uhr der Promi-Plausch am Sonntag. Musik.